Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Na, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuer Unterstützung ihr Job. Okay, los geht's. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Den Scharfschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihren Zeichen. Den Offizier ausschalten. Brillanter Schuss. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Und weiter. Shh. Vorsicht! Gut gemacht. Bewegung! Was zum Teufel? Ich muss den Hauptmann kontaktieren. Er schießt! Scheiße! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen!
Munition! Ihr braucht alle zum Zug! Crowley, der Zug fährt ab! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Bereit! Hier, Daniel! Siehst du ihn? Da ist er! Drück auf Gas! Links! Wir verlieren ihn! Ich arbeite dran! Nach vorne, nach rechts! Er entkommt! Wir verlieren ihn! Unter der Brücke! Jetzt, nimm das Steuer! Scheiße!
Ich komme! Halt durch! Heilige Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Verbandkasten ist hier. Hier rüber damit!
zu sein. Der Platoon ist hier entlang. Wir sind da. Na los. Na los, Daniels. Hab hier einen Verbandkasten. Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zum Marquis, französische Résistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns töten wollte. Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheit. Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job.